Steckst du in emotionalen Blockaden fest und funktioniert es für Starseeds anders, sich von Blockaden zu lösen als für den Rest der Menschheit? Ich teile heute mit dir meine Erfahrungen, was das angeht. Und ja, wer mich nicht kennt, ich bin Claudia Elisa, Medium für Mensch und Tier. Meine Hauptaufgabe steht aber dafür, Menschen in eine höhere Schwingung zu begleiten. Und ja, da sind wir auch schon beim Thema. Denn kennst du das mit Sicherheit? Wenn du Blockaden hast, wenn du Blockaden kennst, dann weißt du, was ich meine, wenn ich jetzt sage, du liest da Glaubenssätze auflösen. Hast du schon mal probiert, negative Glaubenssätze aufzulösen? Wenn es nicht geklappt hat, dann bist du vielleicht ein Starseed. Denn ein Starseed löst die Blockaden, indem er nach und nach in eine höhere Schwingung geht und damit auch in ein höheres Bewusstsein kommt. Und wenn du in einem höheren Bewusstsein bist, dann lösen sich A, die Blockaden wesentlich schneller auf. Und B, erkennst du auch immer besser, wie du dein Feld reinhältst, denn es geht auch darum, nicht ständig neue Blockaden aufzubauen. Früher war es ja so, dass Starseeds sich sehr oft reinigen mussten, ganz viel mit Erzengel Michael habe ich auch gearbeitet, mit Sajama, mit der violetten Flamme und Verstrickungen auflösen. All diese Dinge kennst du sicher. Das ist auch hin und wieder immer noch angezeigt, doch durch die Erhöhung der Schwingung allgemein ist es jetzt für viele Menschen auch möglich, direkt ja im Moment diese Blockaden mit einer kleinen Übung aufzulösen, je nachdem, mit was du in Resonanz gehst. Wenn du so wie ich gepolt bist, dann ist das so, dass du diese Emotionen durchlaufen lässt. Also ich, wenn merke, dass ich getriggert werde, dann nehme ich das sofort als einen ungeheilten Aspekt meines Seins wahr. Und schon alleine diese Annahme lässt diese Blockade schon gar nicht mehr so stark wirken. Also das alleine diese Annahme bewirkt schon so eine ja, Erleichterung und dann lasse ich das auch durch mich laufen. Also ich sage dann zum Beispiel, jetzt macht mich jemand wütend, ja, oder es ist jemand wütend auf mich und dann nehme ich das erstmal an als einen ungeheilten Aspekt meines Seins, jetzt, wenn die Wut zum Beispiel auf meinen Hund mir gezeigt wird, ja, dann sage ich zu mir, ah, dieser Mensch zeigt mir, dass ich immer noch mich von meinem Hund sehr schnell in eine Wut bringen lasse. Und alleine diese Absicht, wie gesagt, löst schon einiges auf. Dann gucke ich, ist diese Wut auch da? Ja, klar, sonst würde mir der andere das nicht zeigen. Und dann lasse ich diese Wut sein. Wenn ich jetzt das in diesem Moment nicht kann, merke ich es mir, mache es später. Aber meist mache ich, weil bei mir geht es schon in Sekundenschnelle, mache ich das sofort. Und dann lasse ich diese Wut da sein. Aha, so eine Wut ist dann noch auf meinen Hund. Aha. Wenn er nicht hört, wenn er irgendwas macht, was mir nicht gefällt, lasse ich sie da sein. Und mit der Akzeptanz löst sie sich nach und nach auf. Hört sich einfach an, so einfach ist es dann doch nicht. Das liegt daran, dass ich schon in einer erhöhten Schwingung bin.
Das ist ja auch so hier mein Job, ja, die Menschen dahin zu begleiten, dass sie das dann eben auch können, weil herkömmliche Methoden oft für uns Starseeds nicht funktionieren, ja. Deshalb arbeiten wir ja mit Engeln und Sternenlichtwesen, mit der violetten Flamme Jahre. Wie viele Jahre haben wir mit der violetten Flamme gearbeitet? Und das kannst du auch heute noch machen, wenn du das brauchst. Es gibt ja auch genügend, die das noch brauchen. Es kommen ja immer welche nach, aber es sind auch viele schon im erhöhten Bewusstsein. Und ja, da habe ich jetzt auch demnächst, findest du auch schon den Link unterm Video, aber es fängt erst Juli oder August an. Ich weiß es noch nicht genau. Eine engere Begleitung, wo ich dann wirklich Menschen, die ein Business haben im spirituellen Bereich, bei denen das einfach schneller gehen darf, die werde ich ganz eng begleiten. Maximal 5 Teilnehmer und diese müssen sich auch bewerben, denn das geht erst ab einem gewissen Level. Also das kann niemand machen, der gerade anfängt mit Bewusstseinsarbeit. Dazu benötigt man doch schon einiges an, ja, Transformationsarbeit, die man geleistet hat. Aber das ist so cool. Ja, mit ein paar Techniken, Übungen und einer engen Begleitung kommt man da wirklich tschack raus und in diese Kraft. Ja, und dass das nicht immer wieder so struggelt. Ja, dass du einfach deine Techniken beherrschst, dass es weitergeht. Ja, weil das kennen wir Starseeds zu gut, dass es wir immer ein paar Schritte gehen und dann bam, stoppen wir wieder. Und ja, haben dann manchmal gar nicht mehr die Kraft weiterzugehen und auch gar keine Lust mehr. Und ich kannte das selber und bin so dankbar, dass ich auch durchschwinge glücklich, ja, da einfach in so eine enorme Kraft gekommen bin und die kann man sogar noch mehr unterstützen durch bestimmte Übungen und eine enge Begleitung. Also es benötigt einiges an ja, bisschen Aufmerksamkeit. Genau, habe ich mir noch was aufgeschrieben. Ja, die karmischen Verstrickungen dazu haben wir ja auch ganz viel Arbeit schon geleistet, karmische Verstrickungen aufgelöst. Und warum funktioniert das manchmal nicht? Das liegt daran, dass wenn du wieder mit diesen Menschen zusammenkommst, wo du vielleicht eine karmische Verstrickung aufgelöst hast und dich in deinem alten Muster verhältst, dann bildet sich diese karmische Verstrickung wieder. So ist es mit allem, was wir energetisch auflösen, alles, was wir energetisch bewirken, braucht im Leben so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Verankerung, ja, dass ich dann entweder mich anders benehme, meine Wahrheit spreche zum Beispiel, ja, wenn ich vorher eine karmische Verstrickung hatte, und komme dann wieder mit diesen gleichen Menschen zusammen, wo ich das aufgelöst habe und ich mich zeige, wie ich bin, dann wird sich diese karmische Verstrickung nicht mehr weiter ausbilden. Wenn ich aber mich automatisch wieder in dieses alte Muster begebe, dann bauen sich diese Verstrickungen aus, was ja auch Blockaden sind, wieder auf. Und so ist es mit allem, wenn ich meine Wahrheit nicht spreche, bauen sich immer wieder diese Blockaden auf. Ich erlebe das selber, weil ich oft im Alltag, weil es zu verrückt klingt, meine Wahrheit nicht gesagt habe. Ja, oder auch jetzt mit diesem ganzen Corona, da habe ich einfach zu wenig meine Wahrheit gesagt. Dabei weiß ich so viel. Ja, ich habe so ein multidimensionales Wissen, dass
viele, viele Menschen wirklich erreicht, wenn ich es sage, und habe das einfach nicht gesagt, weil ich da in dem Zeitraum noch gar nicht in meiner Leuchtkraft war, ja, und in meiner Ausdehnung. Ich habe das, wenn ich es gesagt hätte, hätte ich es mit so einem leisen Stimmchen gesagt, dass es sowieso niemand gehört hätte und dass es auch keinen interessiert hätte. Aber ich wusste damals, dass da wusste ich schon, dass wir Schöpfer sind, dass wir alles, was wir unserem Körper zuführen, selber eine Bewertung auch hinzufügen. Das heißt, wenn ich mich impfen lasse und schon Angst habe vor der Impfung oder irgendwelche Altlasten, ja, vielleicht auch aus wirklich auch wieder karmisch, ne, mit den Ärzten zum Beispiel, haben ganz viele Menschen Altlasten. Wenn ich das nicht auflöse und lasse mich impfen, dann kann ich natürlich auch negative, ja, Wirkungen davon erfahren. Wenn ich das auflöse und lasse mich impfen, dann erfahre ich gar nichts. Dann kann ich das sogar selber anders programmieren und zum Beispiel sagen, das ist eine Verjüngungsspritze. Ja, ich erlebte das von, auch von anderen Menschen, die sich das so gut, ja, wie soll ich sagen, programmiert haben, dass ich baff war, wie die aufgeblüht sind, ja, und andere kenne ich, ich kenne sogar jemanden, der gestorben ist an einer Impfung, ja, aber ich kenne auch andere, die dadurch verjüngt sind und ich finde das so klasse, dass das Universum mich so reich beschenkt mit diesen Erfahrungen, die ich machen darf, dass ich das sehen darf, dass ich das erkennen darf, dass ich das weitergeben darf, ja, all diese Dinge, dafür bin ich einfach nur dankbar. Das ist unglaublich, dass mir auch diese Zusammenhänge jetzt immer klarer werden und auch wie wir alle miteinander verbunden sind, das erfahre ich so, so stark. Und deshalb auch alles. Jede Blockade, die du auflöst, die bleibt nur so lange aufgelöst, wie du auch deine Wahrheit lebst. Ja. Und wenn du, wie soll ich sagen, immer wieder in eine niedrige Schwingung kommst, bilden sich auch immer wieder die Blockaden. Das ist ein Kreislauf. Also am besten versuchst du, möglichst in eine hohe Schwingung zu kommen. Dazu gibt es ja ganz, ganz viele Tipps hier auch auf YouTube, ja, wie in die Natur zu gehen, barfuß laufen, singen, tanzen, Spaß haben. All diese Dinge und trotzdem sind diese Dinge beschränkt. Also wenn du nicht deine Wahrheit sprichst, wenn du nicht deine Wahrheit lebst, dann kannst du einigermaßen damit deine Schwingung anheben. Aber du wirst sie immer wieder verlieren, wenn du nicht deine Wahrheit sprichst. Und das haben mir die Engel so, so klar gesagt. Die haben gesagt, wenn du jetzt nicht deine Wahrheit sprichst, dann hör auf und such dir einen Job. Weil jedes, alles, was du dir da erarbeitest, was du so viel Energie in Heilung, in Ausbildungen, ja, auch Zeit investiert hast, dann war das alles umsonst, wenn du jetzt nicht beginnst, deine Wahrheit zu sprechen und das zu sagen, was du weißt. Und das Komische ist, wenn du das machst, dann schauen die Menschen gar nicht so, so unglaublich, weil die spüren, dass du das wirklich wahrnimmst, ja. Und wenn du das dann so aus dem Herzen heraus sagst, dann gibt es da kaum Einwände. Also je mehr man den Herzensweg geht,
desto weniger Blockaden zeigen sich. Die Herz dehnt sich aus deiner Mitte, geht durch dein System und dehnt sich über deine Wohnung, über deine Familie, über deine Nachbarschaft, über die Gegend, in der du lebst, aus. Ja, es verändert sich nach und nach alles um dich herum, auch zum Positiven. Das, was du dir halt von Herzen wünschst, das wirst du in deinem Umfeld erleben. Zu mir ist immer die Natur, die Wildtiere so wichtig. Ja, also das ist bei uns alles so wunderbar. Alle, ja, Blockaden, die vorher da waren im Innen, zeigen sich auch aufgelöst im Außen. Und ja, und deshalb ist das immer eine innere Arbeit, eine ehrliche Arbeit. Erfordert sehr viel Mut, sich anzuschauen, sich selbst zu begegnen. Denn manche Dinge, die in uns sind, die sind gar nicht schön und sieht man nicht so gerne. Aber ohne dahin zu schauen, ja, lassen sie sich nicht transformieren. Und wenn du dann wieder ängstlich in andere, also wirklich wieder eine Maske aufsetzt und wieder versuchst zu gefallen, dann bilden die sich auch wieder neu und du rutscht auch mit der Schwingung wieder weiter runter. Und das ist natürlich auch ein Weg und du kannst dann diesen Weg so nach und nach gehen. Natürlich, keiner verlangt jetzt, dass du so wie so eine Rakete nach oben startest, aber es ist schon cool, wenn man wie eine Rakete nach oben startet und da oben eben dann höchstens mal so ein bisschen in die Richtung, ja. Denn das Leben soll Spaß machen und Freude bringen. Deshalb sind wir hier, ja, und das wird allen immer deutlicher. Und diese Grenzenlosigkeit zu leben, das ist auch noch so, ja, Grenzenlosigkeit, da sind keine Blockaden. Wenn ich grenzenlos mich ausdehne, wo soll denn da eine Blockade sein? Und das dann eben auch zu erleben, ja, so im Umfeld, wie sich die Menschen sogar verändern, wie entweder, naja, das ist auch nicht so, es gibt gar nicht mehr das, was am Anfang habe ich immer gesagt, entweder die Menschen verändern sich oder sie gehen aus deinem Feld. Ich würde eher sagen, dass je weiter man in das höhere Bewusstsein hineinkommt, desto mehr Spaß macht es dir, für alle was aufzulösen, ja, alle, die um dich rum sind, egal, wenn du merkst, da ist was, was noch nicht in Harmonie ist, was noch nicht in Frieden ist, dann macht dir das irgendwann so einen Spaß und so eine Herzensfreude, das aufzulösen. Weil es immer was mit dir zu tun hat. Boah, bist du wichtig für die Erde. Und das zu erkennen, damit kannst du ganz, ganz viel für die Erde erreichen, aber auch für dein persönliches Leben. Denn wenn du in einer höheren Schwingung bist, erlebst du mehr Glück, mehr Fülle. Mehr schöne Erlebnisse und egal, ob es regnet oder ob die Sonne scheint, du bist zufriedener, glücklicher, unabhängiger im Hier und Jetzt, wahrhaftiger. Und vieles mehr. Alles gute Sachen. Ja. So sieht das aus mit den Blockaden der Starseeds. Und ja, auf jeden Fall wisse, dass alles aufzulösen ist.
Und sowieso alle in eine höhere Schwingung kommen werden. Es gibt keine Ausnahme. Nur wann, ist halt dann die Frage. Manche wollen es einfach schneller, manche sind ganz entspannt. Und ja, es kommt ja auch darauf an, ob man auch selber spirituell wirkt und ob man einfach, ja, sich da eben noch verbessern möchte, es einfacher haben möchte. Das geht natürlich mit Begleitung nochmal schneller, aber muss nicht sein. Viele können sich auch durch ja, solche kostenlosen Beiträge gut weiterentwickeln, weiter wachsen und aufwachen und in eine höhere Schwingung. Schwingen. Ne? Okay. Wenn du Fragen hast oder ja, dir etwas unklar war, schreib es einfach in den Kommentar. Ich beantworte dir alles gerne. Und unterm Video sind auch immer interessante Videos, interessante Infos für alle, die mehr erfahren möchten, mehr tun möchten. Und ansonsten abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine Info verpasst. Das war jetzt das zweite Video aus der Starseed-Reihe, also heute Blockaden, so wie wir Starseeds, die ja, transformieren und was das auch macht, ja, also wirklich, wie viel Macht da freigesetzt wird, das ist so, so unglaublich. Also wirklich auch für die Erde. Und wenn alle Menschen in Harmonie und Frieden sind, wie soll es dann was anderes auf Erden geben? Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder bei sich anfängt. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Magie um dich herum bewirkt. Echt krass. Also, bis bald, sage ich, und danke, dass du bis hier angeschaut hast. Von Herzen, deine Claudia Elisa.